So, da sind wir und weiter geht es. Wir versuchen das jetzt nochmal. Also wir holen uns erstmal die Schlüsselkarte von Diego. Oder wir versuchen das besser gesagt. Warte, gib mal die Waffe. Alter! Das gibt's doch nicht, echt. Direkt drei Leute hier auf einmal. Okay. Diego war, wo war er denn nochmal? Diego war. Der ist schon mal weg. Ist klar, Alter, was? Direkt Platte. Greifen Sie an. Komm jetzt. Hab eine Waffe gefunden. So geht das doch besser. Den machen wir auch weg. Ha, direkt zwei Stück. Kommt noch einer. Scheiße. Von wo denn? Alter, was ist das denn jetzt hier? Verstanden. Ich übernehme draußen. Der ist auf dem Dach gestiegen und hat mich da getroffen, ne? Noch eine Granate und nochmal tschüss. So, Diego war doch die Tür hier drin, ne? Alejandro. Ja, da war ja ein Zweiter, genau, da war ja ein Zweiter, das war ein Zweiter. Huevo, mein Fleisch und Blut. Hol seine Schlüsselkarte, schnell. Das Ding. Hast du den Altar durchsucht? Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Ah. Wieso bin ich jetzt gestorben? Das lief so ganz gut jetzt. Ach, nochmal. Komm her und gib mir deine Waffe. Kommt doch schon. Aha. Da kommt er schon. Hab eine Waffe gefunden. So, Alejandro. Pendejo. Ich geh jetzt einfach direkt da rein. Sie haben dich ausgemacht. Scheiße, dann geht es nicht. Gut, wir sind kompromittiert. Angriff. Verstanden, ich übernehme draußen. Alejandro. Diego ist tot. A huevo, mein Fleisch und Blut. Hol seine Schlüsselkarte, schnell. Wo ist das verdammte Ding? Hast du den Altar durchsucht? Hab die Schlüsselkarte. Verstanden, wir treffen uns am Aufzug. Mit dem Aufzug? Ich hab keine so gute Waffe. Das gibt's doch gar nicht, echt. Wo bin ich denn jetzt?
Habe ich jetzt die Karte? Nein, einfach wieder wir, ne? Aber ich habe eine Knarre jetzt. Was? Wo bin ich denn? Warte mal. Ja, ich muss noch die Karte holen. Aber ich habe jetzt eine Waffe. Direkt von Anfang an. Wo ist Alejandro? Alejandro, guck mal. Hier laufen voll die Gegner rum und du stehst da rum. Was? Was? Wer? Vom Dach oder was? Verstanden. Ich übernehme draußen. Da ist noch nicht Platz. Das ist doch alles ja zum Heulen, ne? Hinter mir? Was? Kaum noch Munition. Einen umgelegt. Leck mich doch. Ich hab so wenig Schuss mit der, ne? Das ist nicht gut, was ich hier mache. Wenig Munition, ja. Tür auf! Alejandro. Diego ist tot. A huevo, mein Fleisch und Blut. Schau seine Schlüsselkarte, schnell! Ist er denn da? Hab die Schlüsselkarte! Verstanden, wir treffen uns am Aufzug. Wo ist der scheiß Aufzug? So, zum Aufzug, sofort! So, das Gitter neben dir führt aufs Dach. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Wie, die haben wir doch schon. War mit dem Aufzug zum Penthouse? Ich dachte hier zum Dach hoch. Treffpunkt am Aufzug, beeil dich. Wunde Diablos ist dran. Wo ist der Aufzug? Alejandro, hier ist der Aufzug. Ja, okay. Puh, ist das alles aufregend. Okay, Aufzug ist da, komm, Alejandro. Kommst du nicht? Dann fahr ich ohne dich. Hast du ja doch noch anders überlegt. Es ist soweit, hermano. Oh, Mann, le vendió su nombre al diablo. Heute holen wir sie zurück. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Sicherheitskontrolle voraus. Wie kommen wir da durch? Vertrau mir. ¿Qué carajos es esto? Es el pedazo de mierda que buscábamos. Fertig. Komm hier rein. Endoskopkamera ist bereit. Finden wir heraus, wer Elsie Nombre ist. Warte, ich nehme mal die Waffe mit. Mach mal einschlagen. Was? Verschlossen. Schnapp dir die Endoskopkamera. Wir müssen als sie Nummer identifizieren. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Der Spanien kam pünktlich an. Hefe, debemos movernos. Unterbrich mich nicht bei der Arbeit. Wenn es ein scheiß Problem gibt, dann löse es. Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und sie Pakete da sind. Debemos irnos ahora.
Feliz viaje. Vámonos. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin Nombre. Valeria, bist du sicher, Hermano? Ja. Hermano. Wir müssen handeln. Rey, Sin Nombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Lass ihn nicht entkommen! Alter, ey. Alter. Sie haut ab mit Hubschrauber, hör ich. Ich knie vor niemandem, Cabron! Okay, wir brauchen sie lebend. Ich knie vor niemandem, Cabron! Bodenteam, ihr könnt übernehmen. Ergreifen! El Sin Nombre! Me amo Valeria! Geschickt versteckt! Versteckt? Ich bin überall Soldado! Soldado! Das ist gut! Wir auch! Gehen wir! Hermano! ¿Qué pasa? Valeria! Ich kenne sie! Okay, ich bin mal wieder weg. Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcher Halle, du verlogenes Mist! Hey, hallo, Kommandante. Ja, ja! Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Miraestre, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selbe Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Barqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Sieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, se me largan ya. Deal.
Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Bohrinsel voraus! Okay, das ist unser Ziel. Shadows 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiff in Sichtweite. Verstanden, Angriff vorbereiten. Bleibt auf Empfang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei seid für alles. Könnte eine Falle sein. Kommando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Eingehakt. Auf und auf sie. Die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Alles klar, 3 Alcatraler im Innern. Gehen rein. Alles klar, auch hier machen wir erstmal eine Pause. Ich sage danke und bis gleich. Ciao, ciao.